Kurz zur Info, die wichtigste Bewegung für das heutige Video ist die hier. Wenn es so schön war, nochmal. So, wo seid ihr denn jetzt? Ach, halt. Ah, genau. Denn heute geht es um Panning Shots, also Mitzieher. Im Klartext, ihr sucht euch ein Ziel aus, einen Mensch, Passant, einen Fahrradfahrer, ein Auto, ein Flugzeug, Hund, Katze, Maus, das könnt ihr selber entscheiden. Und da zieht ihr im Prinzip die Bewegung mit, sodass das Ziel, euer Objekt der Begierde, schön scharf bleibt, aber der Hintergrund verschwommen bleibt. Wie das geht, da kommen wir jetzt zu. Wichtigste überhaupt in dem Falle sind eure Einstellung von der Kamera. Ihr stellt erstmal die Belichtungszeit ein, das ist eigentlich das Wichtigste bei diesem Shot. Und zwar, je nachdem was ihr mitzieht, ist in der Regel alles unter einer 50stel eigentlich in Ordnung. Je schneller das Objekt, was ihr mitzieht, ist, umso kürzer kann auch die Verschlusszeit sein, aber in der Regel ist irgendwas unter einer 50stel immer gut. Je langsamer, umso länger müsst ihr belichten. Aber das könnt ihr im Prinzip ausprobieren. Wenn ihr es richtig einfach machen wollt, stellt eure Kamera auf den klassischen S-Modus. Heißt, ihr gebt eigentlich nur die Verschlusszeit vor, den Rest macht die Kamera. Würde ich für den Anfang vielleicht auch empfehlen. Macht sich wirklich bedeutend einfacher. Ihr müsst nicht groß umdenken, ihr stellt nur die Verschlusszeit ein, die könnt ihr dann auch pro Shot immer wieder ein bisschen anpassen. Und den Rest, wie gesagt, macht die Kamera. Doch wie ziehen wir jetzt mit? Um vielleicht die Erstversuche einfach zu machen, sucht euch eine belebte Ecke. Ich habe mir jetzt den Marktplatz rausgesucht, der macht sich nämlich richtig gut, weil hier fahren Straßenbahnen, hier rennen Passanten, leider habe ich gerade einen verpasst. Und Autos fahren natürlich hier ebenfalls lang. Ich sehe gerade, da kommen gleich ein paar Autos. Heißt, ich stelle die Kamera ein, Tracking noch fix eingestellt, zack, wenn die Kamera will. Hier hat man natürlich jetzt entsprechend gesehen, eine 50stel Volt zu kurz schon, um das Auto, was ich gerade versucht habe mitzuziehen, mitzunehmen. Heißt, ich stelle jetzt munter auf der 20stel und warte auf die nächsten Autos. Und da kommen schon welche. Egal. Oh, wohl auch ein gutes Bild. Der Passant ist nicht mal zu sehen. Richtig geil. Oh. Kleiner Tipp, wenn Passanten mit im Bild sind, einfach das Objekt mitziehen, die verschwimmen. Das sieht auch cool aus. Was auch noch ein guter Tipp ist, Autofokus. Wenn ihr einen habt, entweder ihr sucht euch per Single-Autofokus die Stelle, wo das Objekt etwa vorbeiziehen würde, aus, setzt dort den Fokuspunkt und haltet den und zieht dann in Ruhe mit. Oder wenn ihr ein gutes Tracking habt, dann natürlich das Tracking auf das jeweilige Objekt, das Ziel setzen und dann einfach ganz entspannt mitziehen. Und beim Mitziehen auch noch ganz wichtig, ihr müsst im Prinzip die Geschwindigkeit gleichmäßig mit dem jeweiligen Ziel mitziehen. Das heißt, ihr dürft nicht schneller oder langsamer ziehen. Ist ein bisschen Übung vonnöten, aber wenn man das einmal raus hat, eigentlich nicht das Problem. Na, fährt der Bus gleich? Vielleicht kann ich den gleich noch mitnehmen. Ich versuche mal die Bahn noch mitzunehmen. Das geht schon. 15. Sekunde ist irgendwo das Video. Also irgendwas zwischen einer 10. und einer 20. Sekunde. Damit könnt ihr eigentlich immer gut was schaffen. Jetzt versuchen wir mal noch ein paar Fahrradfahrer und Passanten zu erwischen. Los geht's. Wofür sich Panning auch noch gut macht, ist noch eine Situation, zu der ich gleich komme, weil, seien wir ehrlich, im Sommer habt ihr knalle Sonne. Da braucht ihr schon mindestens einen gefühlten ND1000, das, was ich hier mache, zu realisieren. Aber wenn ihr, ich sage mal, ein bisschen wartet, denn das Ganze ist auch bei Nacht sehr gut möglich. Ihr braucht nicht mal groß eure Blende schließen, um eine 10. bis 20. Sekunde zu erreichen. Und wenn dann die Lichter im Hintergrund schön verschwommen sind und das Ziel schön scharf, why not? Probieren wir es mal aus. Welche Lichter? Immer noch ein 15, das ist so.
Nacken wieder so. Zurück im Studio und jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch. Also wie gesagt, Mitzieher. Ihr müsst eure Bewegung ruhig halten. Das ist eigentlich mit eine der wichtigen Sachen dabei. Wenn ihr nämlich zu schnell mitzieht oder zu langsam, verwackelt euer Bild genauso und das Ziel, was ihr euch gesetzt habt, verschwindet genauso. Deswegen sucht euch schon weiter voraus raus, was ihr verfolgen wollt und dann zieht wirklich gleichmäßig mit. Ihr könnt zum Beispiel auch gerne das Grid an eurer Kamera anmachen, also die kleinen Rahmenlinien. Am besten eins in der Mitte. Falls ihr in der Mitte mitziehen wollt, und dann wirklich die Linie auf einem Punkt von eurem Ziel halten und gleichmäßig mitziehen. Das geht nicht immer perfekt, um Gottes Willen, das habe ich selber mitgekriegt, das ist normal. Es wird auch nicht jeder Schuss ein Treffer, sage ich. Aber am Ende, Übung macht den Meister, wissen wir alle. Dann zweite Sache, wie gesagt, Verschlusszeit anpassen. Fangt wirklich bei, ich sage es mal, einer 20stel an. Ihr könnt immer noch hoch und runter gehen ein bisschen. Müsst ihr, wie gesagt, je nachdem, was ihr verfolgt, sowieso ein bisschen anpassen. Weil eine 50stel ist bei einem Radfahrer unnütze als und eine 10stel bei einem Auto schwieriger, sag ich mal so. Stellt eure Kamera auch ruhig in den S-Modus ein. Das macht das Ganze einfacher, weil welche Blende, welche ISO ihr am Ende habt, ist gar nicht so wichtig, als dass eure Verschlusszeit passt. Und wenn ihr drei Parameter einstellen wollt vorher noch, das kostet Zeit und dann ist euer Ziel wahrscheinlich dann schon weg. Wenn ihr Autofokus habt, guckt, wie gut der im Tracking ist. Wenn das nicht gut funktioniert, dann mein Tipp, setzt euren Fokuspunkt an eine Stelle, wo das Objekt höchstwahrscheinlich durchfahren können. Wenn ihr eine längere Straße habt, dann fahren die da automatisch durch. Dann könnt ihr da schon den Punkt setzen, die Schärfe ruhig ein bisschen höher nehmen, also abblenden, dann habt ihr mehr Schärfentiefe und dann fahren die Objekte in der Regel auch durch diesen Punkt durch. Dann ist es nicht ganz so wichtig, ob ihr einen vernünftigen Fokuspunkt setzen könnt oder nicht. Ist halt wirklich kameraabhängig. Und die letzte Sache, wie gesagt, Stabilisierung. Wenn ihr eine habt, das macht vieles einfacher. Ein Muss ist das aber nicht. Entweder Ellbogen am Oberkörper, wenn ihr nicht übers Auge fotografieren wollt, wenn ihr zum Beispiel einen gewissen Höhenlevel haben möchtet und dann über den Oberkörper drehen, damit könnt ihr viel reißen schon. Oder ihr setzt die Kamera ans Auge, macht das Ganze auch nochmal einfacher, weil ihr dann auch nochmal einen Stabilisierungspunkt habt. Wie gesagt, mit meiner XT4 habe ich auch schon Panning Shots gemacht und geht gut, ist aber natürlich mit allem was leichter. Also ruhig anders. Und spätestens, wenn ihr sowieso mit 85mm oder einem 70 bis 200 unterwegs seid, braucht ihr sowieso mindestens eine Art der Stabilisierung. Und nicht umsonst gibt es in jedem Tele so 70, 200 und mehr, wenn das gut ist, auch einen, ich sag mal, IBIS bzw. einen OIS-Modus, wo die Stabilisierung entweder komplett geht oder für Panning nur die jeweilige Linie stabilisiert, die ihr braucht. Von daher haut gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet, ob ich vielleicht schon ein paar Themen noch habt, die ich mal angehen soll oder ob ich vielleicht für Mitzieher noch irgendwelche Tipps und Tricks vergessen habe. Alles gerne in die Kommentare und ansonsten wisst ihr Bescheid, gerne ein Like und ein Abo raushauen, würde mich mega unterstützen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Geht raus, probiert euch aus. Bis dann.